geht das über den Zug, über den Grundverdienst. Das heißt, wenn wir schöner wird, kann man sagen, dass wir zu nicht sein. Aber zivile Vorkenntnisse sind nicht nötig, da wir unsere Rekruten, unsere Personal eigentlich selbst ausbilden, zum großen Teil. Also das heißt, es gibt auch keine Mindestgröße, sogar ich könnte Feuerwehrmann werden. Auch du könntest Feuerwehrmann werden. Endlich! Dom Walek findet vielleicht doch noch einen Job im 70. Anlauf. Wir haben jetzt das Helikopter-Display, ist kurz verschoben worden. Wir kommen jetzt zu einer spanischen F-18. Der nächste Jet. Ja, die ist bereits in der Luft. Juan Francisco Herrera Monero ist bereits mit seiner F-18 unterwegs und kommt bereits aus Westen. Er wird uns kurz zuwinken bei seinem ersten Überflug. Eingeführt, vor allem in der Luftrolle, eingesetzt in der Schweiz, 34 Stück davon, 8 Doppelsitzer. Und hier haben wir die spanische Fraktion. Also Saragossa als Multirol eingesetzt, erst im November 1978. Sie wird derzeitlich entwickelt mit der F-16, hat dann die Ausschreibung begonnen, wurde dann bei der US Navy eingeführt, als nachfolgende F-4. Zwischen einer MiG 29 und einer F-18. Ja, technologiemäßig ist ja die 18. Hergestellt und produziert die MiG 29 wurde weiter Folge Ultra-Fly-by-Wire-System. Auch einen Wunsch frei, und du kannst du dich auch entscheiden, auch wir werden sehen, wie am Ende des Tages deine Entscheidung sein wird, Flo. Flugeigenschaften, also ist sie hervorragend geeignet und kann auf engsten Radius jede Manöver durchführen. Der Pilot dieser F-18 ist Juan Francisco Herrera Monero, der Spanier. Seit 2008 fliegt er die F-18. Schon über 1000 Flugstunden drauf. Olli, wie viele Flugstunden hast du am Eurofighter drauf? Ja, grob so um die 800 am Eurofighter. Da könntest du bald in einem Club mit Juan Francisco Herrera treten, die 1000 Folgen. Im Betrieb der F-18 wurde laufend automatisiert, sei es softwaremäßig oder auch hardwaremäßig, das wird laufen. Kommt er dann wieder retour aus Richtung Nordwesten. Da sind wir uns jetzt sicher. Jetzt ist es soweit. Wir winken zurück.
Francisco. Und hat auch die Luftbetankungssonde rechts vorne ausgefahren. Also auch dieses Luftfahrzeug, also wäre mit Luftbetankungsfliegern jederzeit möglich, wieder Treibstoff aufzunehmen. Und Geschwindigkeit aufzunehmen. Zu sehen ist das Finale der F18 jetzt. Aber jetzt kommt er noch einmal schnell vorbei und wird dann wirklich in einem starken Steigflug in die Vertikale gehen. Dauer, der hat einen anderen Flughafen. Ist auf seinem Weg nach Sevilla, wie der Rolli gesagt hat, und wird jetzt da kurz vorbeischauen. Ja, auch jetzt das kann die Airpower. Im Landeanflug, die Scheinwerfer sind bereits eingeschaltet von der F18 als Zeichen. Das Fahrwerk ist draußen, ist immer der Check. An zur erfolgreichen. Wir bedanken uns bei Juan Francisco Herrera, Monerio und seiner F18. Ein Sonnen. Einen Turn und einen Rückflug. Meine Damen und Herren, wenn der Airbus hier sein Zwischenziel erreicht, am Durchflug nach Sevilla.